bekannter TikToker hat ein TikTok-Video hochgeladen, in dem er davon erzählt, dass er von einem Typen beobachtet wird. Also, beziehungsweise, dass ein Mörder vor seiner Tür steht. Doch das ist nicht das einzigste Gruselige. Wir sehen das alles auf Überwachungskameras, auf Video. Und das werde ich euch jetzt zeigen. TikToker war eines Freitagsabends ganz alleine in seinem Haus und überprüfte die Überwachungskameras. Und das war das, was er fand. Ein gruseliger Mann in einem weißen Anzug, der einen Müllsack über die Straße schleppte. TikToker rief sofort die Polizei, die zum Glück so schnell wie möglich kam. Doch der Mörder, der gruselige Mann mit dem Müllsack, war spurlos in einem Wald verschwunden. Und niemand weiß, wie die Geschichte weitergeht. Auch ich.